Und ich begrüße euch jetzt alle zum ersten Vendetta-Podcast namens Vendetta Calling. Und wir haben heute beim ersten Podcast gleich einmal unseren Chefpromoter und Erfinder, sage ich jetzt mal, der Vendetta und auch Gründer vom Iron Fist Gym hier sitzen. Und wir werden schauen, was wir in der nächsten Zeit alles erfahren können über unseren Herrn Bülent Saglam. Hallo Bülent, schönen guten Abend. Hallo. Hallo Bülent. Du Bülent, wir sind ja in Österreich, MMA Österreich hauptsächlich unterwegs. Erzähl mal, wie hast du angefangen damals? Ich kenne dich jetzt auch schon lang genug. Ich weiß, so um 2007, 2008 habt ihr gestartet mit dem Gym und dann auch die ersten Veranstaltungen schon. Wie ist das losgegangen ganz genau bei dir? Wie bist du zum Promoter gekommen oder generell zum Kampfsport? Naja, ursprünglich war das so, dass ich bei Catchfight Series gekämpft habe 2008. Und danach habe ich gesagt, wir brauchen das in Wien genauso, so wie in Graz. Und so hat es angefangen. Und wir haben auch drüben im Gym viele Poster gesehen. Du hast auch große Turniere damals schon veranstaltet, zu einer Zeit, wo, ich sage mal, Kampfsport oder MMA noch in den Kinderschuhen war, auf der ganzen Welt, überhaupt bei uns in Österreich. Da muss man, wir sind ja bei manchen Sportarten sind wir top, aber manchmal sind wir sehr hinten nach, leider. Aber da werden wir hoffentlich auch im Kampfsport schauen, dass wir das alle gemeinsam auf ein neues sportliches Level auf jeden Fall heben. Aber ich habe auch gehört, Yoel Romero hast du mal geholt, noch ganz früher in seiner Karriere. Oder auch, ich glaube, Sammy Shield, der Holländer. Genau. Ja. Naja, Erzähl uns da ein bisschen was. Fangen wir mal von vorne an. Und zwar 2009 habe ich die erste Veranstaltung gemacht. Und zwar, das war in Gasometa. Und wir haben gleich von Anfang an gesagt, wir müssen was Geiles machen, damit das wirklich Spuren hinterlässt. Und somit haben wir gesagt, wir machen ein 16-Mann-Turnier und der Preisgeld für den Sieger ist 20.000 Euro. Damals war es ein Phänomen, also das hat sich ganz Europa herumgesprochen. Und wir haben gemacht ein Schwergewichtsturnier, das heißt, jeder hat teilnehmen können, auch wenn er 70 Kilo ist. Ja. Kann mich an den Arbi erinnern, ich glaube, der hat 80 Kilo gehabt und hat gegen einen 130-Kilo-Mann gekämpft damals. Es war wirklich Spektakel. Und wie gesagt, 16-Mann-Turnier, wir haben uns sehr schwer getan, wirklich sehr viele Schwergewichtler zu finden. In Deutschland war es damals MMA, ich kann mich an keinen Kämpfer erinnern, der was jetzt da mit MMA gekämpft, also als Profisportler teilgenommen hat. Und somit haben wir dann von England, von überall Leute hergebracht, die haben teilgenommen. Und es war wirklich für die Zuschauer was ganz, ganz Geiles, ganz Interessantes. Und die Rules waren so, 2x5 Minuten und dann die dritte Runde war so Open End, bis irgendeiner aufgibt oder tapet, ja, also, oder der Referee geht zwischen. Und ich kann mich an den geilen Kampf erinnern, das war der, Grigor Ashubabian gegen den Ukrainer, was ich mich erinnern kann. Und der Kampf hat gedauert 2x5 Minuten und dann noch 90 Minuten danach. Also es war insgesamt fast 100 Minuten Kampf. Wow. Heutige Fälle habe ich zum Beispiel selbst noch nie so gehört, dass man das so macht. Aber die Zeiten waren halt damals auch anders. Aber wie es Bülent auch schon gesagt hat, allein das Preisgeld für den Sieger, das sind heutige Zahlen teilweise noch nicht, die da rankommen bei manchen Promotions, wenn du da unter Vertrag bist. Und das damals schon zu der Zeit, das ist jetzt schon über 10 Jahre, 15 Jahre schon, ja länger. Richtig. Ja, wir wollten was experimentieren, wir wollten was machen, was noch nie da gewesen war. Und wie gesagt, jeder hat seine Chance gehabt, da hat der Lincoln Rodriguez auch noch gekämpft. Ja, es war wirklich ganz was Interessantes, das mal zu sehen, ein 70-Kilo-Mann gegen einen 100-Kilo-Mann oder 130-Kilo-Mann. Jetzt heutzutage, wenn es 2-3 Kilo zu viel ist oder 500 Gramm, meckern die Kämpfer schon mittlerweile, weil sie sagen, na, es geht nicht. Aber Respekt an die Kämpfer damals, 10, 20 Kilo waren kein Thema. Ja, das war früher so beim MMA, so hat MMA angefangen, gell? Eigentlich bei den ersten paar UFC hat es ja auch noch keine Gewichtsklassen gegeben. Ganz genau, so, ja. Richtig. Und waren die 16 Kämpfer, haben die an einem Abend das Turnier ausgefochten? Ganz genau, das war das Interessante am selben Tag. Und zum Beispiel der Grigor wieder gekämpft hat, die waren beide Meier, ja, nach 90 Minuten Kampf. Einer hat Nierenversagen gehabt, der andere konnte nicht mehr gehen. Ja, den das haben wir zum Flughafen getragen. Nierenversagen, heutzutage unmöglich, sowas noch zu machen. Ich meine, interessant wäre es auf jeden Fall einmal, weil ihr zwei seid ja doch schon, nicht jetzt, dass ich das Alter anspreche, aber ihr seid doch schon teilweise 10, 15 Jahre älter wie ich, dass einfach, wie das heute meine Generation aufnehmen wird, solche Events, dass...
Na schon. Naja, ich glaube, das war jetzt nicht so unbedingt professionell, was wir da gemacht haben. Wir wollten etwas experimentieren und damals war MMA ganz in die Kinderstapfen. Und wir wollten sagen, okay, schauen wir mal, 20.000 Euro, dann derjenige, der was es gewinnt, muss wirklich schwitzen auch an einem Tag. Und wie gesagt, Veranstaltungen waren damals in Europa sehr, sehr wenig. Das ist Philipp, vielleicht weiß der Philipp ja, über die Zeit auch noch mehr. Der war auf jeden Fall schon früher wie ich in der Szene unterwegs. Ja, so früh war er auch noch nicht dabei. Also ich bin 2011 eigentlich zum MMA gestoßen, weil ich war mit Freunden in Las Vegas und die haben dort welche Radioleute gekannt von MMA Junkie und die haben uns eingeladen und ich bin da im Studio gesessen, habe keine Ahnung von MMA gehabt. Da ist damals Donald Cerrone zum Interview gekommen und ich habe den nicht gekannt und meine Freunde sind fast ausgeflippt. Der war ja ein Star damals, aber für mich war das halt ein ganz normaler Typ, weil ich habe keine Ahnung von MMA gehabt. Ich habe vorher ein bisschen K1 und so geschaut, aber das war so 2011, 2012. Aber da waren sie in Amerika eben schon weiter. Und in Österreich sind wir ja heute noch fast in den Kinderschuhen, muss man sagen. Das auf jeden Fall. Also wenn es um Eigengewächse geht, sag ich, oder wirklich gute österreichische Kämpfer, die kannst du halt heutzutage, finde ich, an einer Hand abzählen, die sich wirklich auch international schon bewährt haben oder immer noch am Bewähren sind. Aber das, finde ich, ist auch ein großes Ziel von uns. Oder ich bin mir ziemlich sicher auch von Bülent als Chefpromoter und Gründer von der Vendetta, dass wir das Problem auch noch in den nächsten paar Jahren in den Griff bekommen, dass wir als Österreich auch mal, sag ich mal, den internationalen Vergleich konkurrenzmäßig gut dastehen im sportlichen Bereich. Ja, da bin ich nicht bei dir. Und zwar, weil jetzt, wenn du jetzt so schaust, bei 10 Millionen Einwohnern haben wir schon richtig gute Kämpfer rausgebracht und sind aktiv jetzt auch, wenn du schaust, Ibo Aslan, wenn du schaust, Rakic, Maybeck, also das sind Leute von, du musst ja rechnen, wir sind 10 Millionen Land, ja, das sind keine 80 Millionen Einwohnerland, wo in Deutschland, wo jeder Zweite oder viele Schulen da sind und viele auch trainieren, ja, und deswegen können wir das jetzt auch nicht so beurteilen. Ich würde sagen, für das kleine Land, was wir da haben, sind wir sehr, sehr erfolgreich eigentlich. Ich sehe das ein bisschen anders, weil das war das, was ich gemeint habe. Du kannst die Kämpfer quasi so wie ein Ibo Aslan, Mirbek Taisumov, Alexander Rakic. Und mehr fällt mir jetzt dann zum Beispiel schon international gar nicht mehr ein. Das meine ich so mit, wir müssen, finde ich, irgendwie sportlich das Level in Österreich anheben. Egal auf was für ein Bezug jetzt, aber nicht, dass wir jetzt schlecht sind, aber ich finde, für das, was Österreich in manchen anderen Sportarten gut ist, Weltführer ist, man kann halt nur das Skifahren hernehmen, weil den Rest sind wir nicht gut, auf gut Deutsch. Aber wenn man da ein bisschen mehr auch mit dem Verband, ich glaube, Österreich hätte so, so starkes Potenzial, dass wir wirklich sagen, okay, schaut, das ist ein 10 Millionen Einwohnerland, aber schaut, was die alles schon gemacht haben. Ich meine, nicht, dass wir unsere Arbeit jetzt schlecht reden, überhaupt nicht, generell, aber ich finde das so als Fan, ich sehe das jetzt so mehr aus der Fanperspektive, drei Leute, wovon einer jetzt schon ausgeschieden ist aus der UFC, aber nicht wegen Sportlichen, beim Bäckern weiß man ja, das war ja viel Visumprobleme und solche Sachen, aber dann hast du halt noch Ibo und Alex. Nee, ja, es gibt schon mehrere. Ihr könnt mich gerne, haut's rein, Leute, auf jeden Fall. Octagon hat ja die Octagon Challenge veranstaltet, die Deutsche, die ja Österreicher gewonnen hat, Selim Topuz zum Beispiel. Machaev jetzt. Genau. Machaev hat jetzt bei Octagon auch gewonnen. Genau. Und es wird auf jeden Fall. Es ist, wie ich vorher gesagt habe, es ist in Österreich ist MMA noch immer ein bisschen in den Kinderschuhen. Und es gibt jetzt noch Leute, denen du sagst, du bist bei Käfigkämpfen, Kommentator in meinem Fall. Und dann, was, das ist das Wilde, da schlägern sie, bis einer tot ist, so ungefähr. Und daran arbeiten wir jetzt ja bei Vendetta intensiv. Also wir gemeinsam alle, dass es nach außen die Außendarstellung vom Kampfsport. Genau, die Außendarstellung besser wird. Ja, das ist das, was die Leute, die selber nie trainiert haben oder auch nicht sich in dem, sag ich jetzt mal, Dunstkreis von solchen Leuten bewegen, die sehen ja nicht, was da dahinter ist an Disziplin, an Training, an Härte. Sportlichkeit. Bülent hat selber gekämpft und selber trainiert immer noch. Und das ist halt die Leute, eben, wie du sagst, man muss die Szene da meiner Meinung nach der Allgemeinheit so rüberbringen, dass nicht jeder glaubt, wenn du ihm jetzt erzählst, wir machen da Käfigkämpfe oder wir kommentieren da, dass jeder glaubt, da sind Wilde, die sich, wie du gerade gesagt hast, bis aufs Blut bekriegen und da ist keine Regeln etc.
Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, dass wir den Sport aus dieser Nische rausheben. Genau, Leute, genau. Leute, ihr habt keine Ahnung. Damals, wie wir 2009 Käfig nach Wien gebracht haben, das war Theater. Also wir haben Probleme gehabt. Der Staat hat gesagt, oh, ist das eine gute Idee oder nicht? Oder Hundekämpfe so auf die Art. Also Käfig war Kampfsport. Also wir haben wirklich Zeiten gehabt, wo wir jetzt sagen können, perfekt, die Zeit ist jetzt super. Ich denke mir, ja, woran es liegt in Österreich, sind die Fans. Ja. Also wenn wir jetzt mehr Fans hätten, wo wir die Hallen füllen können, und wenn wir sagen könnten, okay, wir haben 10.000 Zuschauer, dann würde die Liga ganz anders ausschauen, so wie in Deutschland. Ich glaube, das hängt nur von den Zuschauern ab, da ist auch mehr drinnen, da kannst du auch mehr veranstalten, da kannst du auch populäre teure Kämpfer nach Österreich holen und denke, dann wird das dann Klick machen hier. Ja, ich glaube zum Beispiel Conor McGregor, der wird halt oft erwähnt und der hat schon sehr viel dazu beigetragen, dass der Sport auch die Öffentlichkeit erreicht hat. Weil meine Arbeitskollegen haben mich dann auf einmal angesprochen, ist das nicht das, was du anschaust? Ist das nicht das MMA? Und der hat da sehr, dadurch, dass er eben so polarisierend war und so ein großer Star geworden ist, hat, finde ich, das sehr viel dazu beigetragen, dass das MMA eben in der breiten Masse angekommen ist. Auf jeden Fall salonfähiger, weil wenn ich mich daran erinnere, früher, auch mit, wenn man mit Leuten mit Bühnen redet, wie er sagt, keine Fernsehübertragung, keine Genehmigungen. Da haben wir schon einen Schritt gemacht. Ich sehe das halt, ich bin da, glaube ich, weit kritischer wie ihr, wenn es um die österreichische Szene geht, aber das ist wieder ein anderes Thema, sage ich jetzt einmal. Aber die Luft ist auf jeden Fall auch noch nach oben. Aber wenn wir vorher gesagt haben, mit Fans und Halle füllen, wir bräuchten in Wien halt einmal was, eine gescheite Halle. Und da meine ich jetzt nicht der Stadthalle, weil die ist für meine persönliche Meinung, das ist noch zu groß. Wir bräuchten, wo wir ja veranstalten im Hallmanndom, wir bräuchten, das ist meine persönliche Meinung als Fan, was zwischen Hallmanndom und Stadthalle. So wie wir es jetzt in Ungarn haben, in die Richtung. Aber ja, das, was bringt die beste Halle, wenn du keine Zuschauer da hast? Ja, das ist ziemlich schwierig hier. Wie gesagt, die Leute hier in Österreich sind eher auf Tennis, Fußball und das fixiert. Und schauen wir mal, was in Zukunft kommt. Ich denke, die Halle Hallmanndom ist perfekt. Ja, wenn wir sie voll bekommen und die Atmosphäre passt, ist es eigentlich für den Anfang jetzt oder für die Zeit sehr gut. Und wenn wir dann mal mehrere Veranstaltungen und Superstars in Österreich bekommen, dann ist die Stadthalle mal wieder ein Thema. Aber Kritik, Watzi, ist okay, wir kritisieren das, aber wir haben wirklich sehr viel gearbeitet. Auch die Ettel-Brüder seit 2007, glaube ich, geben sie Gas und die mit dem Verband kämpfen sich durch da. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja, ich rede oft mit ihnen und die bemühen sich und versuchen jetzt da es offiziell anerkannt zu bekommen, dass sie auch Förderungen bekommen fürs MMA. Die fahren überall hin von der eigenen Tasche. Ja, also die machen viel fürs MMA. Und ich denke, in Zukunft wird das so der Fall sein. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns muss seinen Beitrag dafür tun, ja, damit das dann mehr wird. Ja. Und die kritisieren, ich weiß nicht, was willst du kritisieren? Das ist unser Land, das ist, wir müssen schauen, dass wir sie nach weiter oben, wenn du jetzt mit Kritik da kommst und da schaut sich das irgendeiner an und sagt, scheißegal, die lieben sich selber nicht. Ja. Deswegen ich glaube, meine Kritik ist ein bisschen falsch rübergekommen, aber ich sehe euch beide gerade lachen, das sehen die Zuschauer jetzt nicht, ihr wisst, in was für eine Richtung das geht, meine Kritik. Ja. Aber das können wir vielleicht später noch ein bisschen anschneiden. Aber wie du sagst, Bülent, wir sind auf einem super Weg und auch eure Vorarbeit. Aber jetzt muss ich dir mal fragen, weil du auch eines von unseren MMA-Urgesteinen bist in Österreich. Wie siehst du, wie hat sich das entwickelt, sage ich jetzt mal, seit 2009? Guck mal, es war so, jetzt, wie wir die Schule damals 2009 auch eröffnet haben und gleichzeitig ein Jahr davor mit der Veranstaltung angefangen haben, war es so, wir haben MMA, eine Frage, was ist MMA, weißt du, BJJ, da waren so wenig Schulen, damals war der Lincoln da, der was BJJ unterrichtet hat. Dann haben wir Fernando Paulon geholt, dann haben wir etliche Brasilianer rübergeholt, wo die halt BJJ den Leuten beigebracht haben und Ringen, dann MMA. Und die Leute haben sich dann mit der Zeit halt qualifiziert, ja, und die haben sich dann weitergebildet. Und ich denke zurzeit, gegenüber jetzt der 2008, 2009, sind die Leute viel erfahrener und viel mehr Schulen in Wien vor allem. Das Angebot ist auf jeden Fall größer geworden in den letzten Jahren. Und Konkurrenz ist immer gut, weil Konkurrenz belebt das Geschäft auch auf Promoter-Ebene. Ja, damals 2009, wie wir Iron Fist aufgemacht haben, war das einer der größten Gyms in Österreich. Also der größte Gym in Österreich. Und wir haben auch uns getraut zu sagen in Europa, weil damals nichts war, was MMA angegangen hat.
Und wenn du jetzt da schaust, gibt es schon in Wien riesen Gyms, ja, und sehr viele kleine Gyms, wo die Leute sich auch super entwickeln. Und von daher denke ich mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird sich MMA in Österreich oder Kampfsport in Österreich sehr weit entwickeln. Ich bin da voll bei dir. Und auch deshalb sind die alten, sagen wir mal, Altherren dazu, die sind jetzt dann bald alle beim Aufhören wieder, beziehungsweise sind sie dann in einem Alter, wo sie aufhören müssen, die Stars in Österreich, die wir jetzt zur Zeit haben. Und die nachkommen, und das ist ja, habe ich ja schon öfters erwähnt, dass ich da der große Fan bin von den Amateuren, die steigen schon ganz anders in den Kampfsport ein. Die steigen in MMA ein, die steigen nicht in Kickboxen ein, nicht in Judo. Die kommen direkt vom MMA, und deswegen wird das Level in den nächsten Jahren extrem nach oben schnalzen. Und das haben wir ja auch bei unseren Amateurturniere, die wir schon gehabt haben, und Amateurkämpfe gesehen. Auf jeden Fall. Und da finde ich auch, muss man auch gleich einhaken. Also ich finde, bis jetzt, bis Ogus in unser Team gekommen ist und auch wirklich selber gesagt, wir müssen uns auch um die Amateure kümmern, finde ich super Arbeit, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich finde nicht, dass wir, wenn es um die Amateurförderung geht, dass wir in Österreich, finde ich, haben wir, glaube ich, keine Konkurrenz als Vendetta, weil sicher, es gibt schon wo Anfänger auch, aber so, dass explizit mit Amateurturnieren, dass auch um Titel gekämpft wird, die dann verteidigt werden. Ich glaube, das ist auch für die Jugend heutzutage nochmal ein ganz ein anderer Ansporn. Und ich finde, das war schon ein wahnsinnig guter Schritt für die ganze Szene. Ob sich das jetzt wer abschaut oder nicht, sei dann auch wieder dahingestellt. Aber jetzt müsst ihr sehen, es gibt auch jetzt immer mehr Hausgalas. Bekommt ihr mit wahrscheinlich. Ja. Ja, waren wir letzte Woche auch unterwegs. Wir haben teilweise Veranstaltungen gehabt, wo es an gleichen Tag 5 Veranstaltungen in Wien-Umgebung gegeben hat. Ich denke, sehr schöne, gute Plattform für die Jungs. Ja. Die sollen sich entwickeln, und wenn sie dann mal so weit sind, dann werden wir halt auch gute Gegner für sie herholen. Und denke, das ist für Kampfsport in Österreich top. Ja, wir haben ja auch Top-Amateure da gehabt in letzter Zeit, eben vom Great Britain Top-Team, dann aus Deutschland. Ja, UFD-Gym. Genau. Apropos, wir haben ja einmal eine Veranstaltung in Gazomete gemacht, das war Land of Fire, das war, glaube ich, die teuerste Veranstaltung von mir. Da haben wir Eurosport-Live-Übertragung gehabt, da war, wie du am Anfang erwähnt hast, Sammy Shields, Remy Bonjasky, Melvin Monroe, Sabit Samedov hat gekämpft bei der Gala selber. Also wir haben Ehrengäste hergeholt, wir haben gedacht, die Halle wird bummvoll sein, aber das hat keinen interessiert in Österreich, dass so berühmte K1 Champions oder Stars da sind, ja, es hat keinen, also nicht viele interessiert, es war das gleiche Publikum war da, und ja. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die so in meiner Alterskategorie sind, die Namen, die der Bülent gerade erwähnt hat, das sind zu 90% Kickbox-Legenden, ich sage mal aus den Ende 80er, Anfang 90er, so um die 2000er Jahre. Da waren ein Sammy Shield beim World Grand Prix oder auch ein Melvin Mellenhoff, der dann ins MMA gewechselt ist mit seiner, an den kann ich mich immer noch erinnern, weil er immer diese Spartaner-Kampfhose anhatte, was die Spartaner früher anhatten. Und ganz verrückte Leute. Und die Leine und die Kette am Hals. Ne? Ja, es hat sich sehr viel entwickelt. Vendetta hat sich sehr viel weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Da muss ich kurz noch einhaken, Philipp, bevor du weiterredest. Da muss man, finde ich, auch sagen, also wenn wir jetzt explizit über uns als Vendetta reden, also was wir in den letzten 2,5, 3 Jahren, wo das Team dann noch vergrößert worden ist von Bülent und noch unsere Videografen und Matchmaker, August, alle Leute, was noch dazugekommen sind. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben in den 3 Jahren gefühlt, ich finde das jetzt persönlich, Bülent kann mich gerne als besser, also was wir in den letzten 3 Jahren Fortschritt gemacht haben, sucht seine Konkurrenz, gibt es keine Konkurrenz bei uns in Österreich. Was wir in den letzten 2, 3 Jahren an Qualität noch reingebracht haben, wurscht, ob es jetzt Videoproduktion oder wie wir jetzt, bin jetzt auch schon seit 6 Jahren dabei, also vor 6 Jahren hätte ich mir nicht gedacht, dass ich mal hier sitze in unserem Büro und wir machen einen Podcast. Das ist komplett utopisch gewesen damals, und heute wird es das öfters geben und auch viel mehr noch. Alleine unsere Videografen, Fotografen, was da schon Qualität jetzt reingekommen ist. Ja, Medienteam allgemein ist sehr stark. Stimmt. Auch immer, wir haben Top-Fotos immer. Das Team hat sich vergrößert einfach mit der Zeit. Ja, ihr seid auch da jetzt da, nicht weil ihr jetzt Geld dazu bekommt, ja, ihr seid da, weil ich das am Herzen liegt, und solche Leute wie ihr braucht man mehr, und wenn das dann so weitergeht, wie ist es dann so, dass das von Tag zu Tag wächst, meiner Meinung nach?
Und das ist auch genau. So, ich glaube, viele Leute vergessen das halt auch in Österreich, dass die glauben, ja, okay, wir machen jetzt einen Podcast, wir sitzen da, wir kommentieren, ich moderiere. Leute, also bis vor einem Jahr war das eine Null-Profit-Geschichte, einfach aus Liebe und aus ja, einfach reine Liebe auch zur Szene. Und jetzt funktioniert das dann schon langsam, dass bei jedem bisschen was hängen bleibt. Und wer weiß, vielleicht können wir irgendwann alle Vollzeit davon leben und müssen gar nicht mehr normal 9-to-5 arbeiten. Das wäre das größte Ziel. Ja, ja. Aber das finde ich, ist mein Ziel irgendwann. Ich weiß, ich glaube nicht, dass ich jemals an einen Bruce Buffer rankommen werde, aber in Europa werden wir uns dann auch irgendwann einmal unseren Weg bahnen. Nee, ich muss sagen, du hast dich schon sehr, sehr entwickelt. Ja, kannst du dich erinnern, am Anfang warst du ziemlich nervös. Die Schweißflecken im Sakko. Boi, oi, oi. Kannst du dich erinnern, was ich dir gesagt habe? Schau nicht auf die Zuschauer, schau auf dich. Nein, aber auch, dass dann so Menschen wie mir, die jetzt quasi über 5 Ecken reingekommen sind in die Familie oder ins Vendetta-Team, dass mir überhaupt die Chance gegeben wird, das Vertrauen von einem Bühlen, der das schon seit über 10, 15 Jahren macht. Allein das, wo gibt es das heutzutage? Wenn man sich andere Promotion anschaut, die holen sich immer gleich wen aus England oder irgendwen teuren. Da gibt es nicht, dass wir sagen, hey, schau mal, vielleicht können wir einen eigenen Mann aufziehen oder groß machen. Ja, das hat mit teuer nichts zu tun. Das können wir uns jederzeit leisten, die berühmten Moderatoren oder Kommentatoren, ja, das ist überhaupt kein Thema. Das Wichtige ist ja, wir brauchen ja was in Österreich. Genauso könnten wir jetzt da die ganzen Stars von draußen holen, machen Veranstaltungen, die kämpfen, die gehen wieder. Was haben die Einwohner davon? Was haben die Sportler in Österreich davon? Nichts. Ja. Genau. Und das ist unser Ziel. Ist so. Damals, wie wir das gesagt haben, macht, kommentier das, moderier das. Das war ja ein Gedanke, dass wir dann in Österreich auch einen Namen haben wie dich, der, und du wirst ja vielleicht in Deutschland auch gebucht. Ja? Und das ist eigentlich unser Ziel gewesen. Hoffentlich. Ja. Wenn ich mir denke, meine erste Veranstaltung, wo ich war, da habe ich noch, was habe ich da gemacht? Die Musik, nein, nicht die Musik, die Lichtreklame habe ich gedrückt, die Knöpfe hinter der Bühne noch. Und jetzt, ein paar Jahre später. Geduld lohnt sich, ne? Auf jeden Fall, ne? Genau. Weißt du, für das bin ich dir persönlich, werde ich mein Leben lang dankbar sein. Deswegen auch, vielleicht wenn das ein bisschen parteiisch rüberkommt, Vendetta und 51 ist Familie einfach schon. Das geht gar nicht anders. Danke. Wie schaut es aus? Also jetzt haben wir gerade aktuell, ich glaube, das wird dieses Jahr die größte Gala vom ganzen Jahr werden. 30. März in Ungarn, Audi Arena in Győr. Ich habe schon von, ich glaube, er ist Co-Veranstalter, der Herr vom Militär aus Ungarn. Mhm. Mit ihm schon auch bei der letzten Wette ein bisschen geredet, alleine nur 5.500 Sitzplätze, Leute. Nur die Sitzplätze, da kommen dann die Tische auch noch dazu. Also das wird dann, finde ich, ist einmal dieses Jahr auf jeden Fall ein Marker, den wir setzen als Vendetta. Naja, eigentlich, wenn wir jetzt zu Ungarn-Gör kommen, das ist so, das ist in Ungarn eigentlich die größte Veranstaltung, was stattgefunden hat oder stattfinden wird. Es ist so, dass die Medien extrem dahinter sind und neugierig sind, was passiert, ja, und überhaupt, dass der Chimaev jetzt als Ehrengast kommt, die Ungarer flippen aus, wenn sie Chimaev hören, die lieben ihn über alles, ja, und die, deswegen wollten sie eigentlich klein anfangen, dass wir mal testen, fühlen, spüren, wie das in Ungarn rüberkommt, aber der Verteidigungsminister, der Ex-Verteidigungsminister, sei es der Bürgermeister und so von Gör, die haben gesagt, nein, macht es bitte groß, wir wollen das groß haben. Und dann haben wir gesagt, okay, weil die sind unsere Schirmherren, die unterstützen uns in jeder Hinsicht. Von daher, und die Sportler genauso, die wollen auch eine große Halle mal sehen. Und wenn das dann klappt jetzt am 30. März, ist das dann so, dass wir dann in Sopotai die nächste Veranstaltung machen. Ist auch eine Größe, die wollen es vielleicht im Stadion machen vor 20.000 Zuschauern. Aber ich glaube, das ist noch zu früh. Wir tasten uns mal langsam an. Und wir haben jetzt in Ungarn am 30., wie gesagt, der Chimaev wird da sein. Für die Leute, die nicht wissen, die vielleicht jetzt wirklich ganz frisch einsteigen in unserem Podcast, Hamza Chimaev, UFC-Kämpfer, ist über einen Kontakt, ich glaube über unseren Fighter Tarhan zustande gekommen. Richtig, ja. Und ist zurzeit, also ich glaube, mehr Hype-Train gibt es in der UFC gerade nicht als Hamza Chimaev. Stimmt. Alleine auch sein Kampfstil. Ich hoffe, dass wir das schaffen, unten vielleicht mit ihm eine kurze Podcast-Folge zu drehen im Hotel oder vielleicht einen kurzen Vlog, um nochmal zu sehen, was jetzt wirklich einmal auch ein internationaler Star, der da als Ehrengast kommt und sich die Veranstaltung anschaut, was der davon hält, weil der weiß, wie es in der Champions League zugeht, sage ich jetzt mal. Weil das muss man halt sagen, UFC ist immer noch Champions League, wenn es um Kampfsport geht.
Dann mach weiter, du hast mich unterbrochen. Das nächste Mal überlege ich, verdammt, was ist mit dir los? Das hätte nur so kurz sein sollen, ja, nur so dann, kurz, dann wenn das sagen, ist. Du, warte ja. kurz oder kurz ein Ding, aber nicht reinreden. Checkst das, wird, ich sage, du machst das wird geschnitten, Leute, das hört sie Gott sei Dank nicht. Oh Gott. Das ist, aber jetzt. Bülent okay. vorher unterbrochen, ja, wir haben ausgehört, so wenn nichts immer gibt es ein Haken zu Info. Gut, also. Ganz kurz, bitte, Philipp. Er ist einfach so gehypt von Shimaev. Aber muss man, ihr werdet es eh im Video dann auch noch sehen, allein mein Gesicht, ich strahle, glaube ich, gerade wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Das ist, ich weiß schon nicht, was ich mitnehmen soll, was er mir unterschreibt, ist das Alter, eh nicht so wenn viel. Wenn jetzt Leute zuschauen, werden sie sagen, oder was? Leute, sorry, er meint das anders. Nein, natürlich, gehypt, aber. Was ist gehypt, Alter. Nein, machen wir weiter. Okay, schließen wir das Kapitel jetzt, wieder. Der Chimaev, okay, ein guter Mann. Aber du hast vorher gesagt, Bülent, das ist halt, finde ich, du hast das super schon angesprochen, in Ungarn wird das ganz anders gehypt, ganz anders promotet. Da ist ein Bürgermeister dabei, da kommt ein ehemaliger großer Politiker, da ist gleich der Verband dahinter, die Medien, das ist, man merkt wieder, in dem Land hat Kampfsport einfach eine ganz andere Position schon wie ja, bei uns. Ja, die kommen vom Sport, einer hat Judo 20 Jahre Judo trainiert, der andere Kraft Maga und die Politiker dort haben alle Sport hinter sich und deswegen haben sie auch die Vorliebe dazu. Die sind Kampfsport begeistert und deswegen ist es auch so, vielleicht wird das in Österreich auch einen oder anderen geben, der was dann auch sagt, pass auf, ja, wir unterstützen euch. Aber hauptsächlich, glaube ich, hängt das alles von den Sponsoren ab. Wir haben jetzt einige gute Sponsoren dazu. Wir haben jetzt einige gute Sponsoren dazu bekommen und die, was auch Kampfsport lieben. Und somit werden wir uns hundertprozentig weiter sehr schnell bilden. Weiterentwickeln. Weiterentwickeln, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir, fangen wir nochmal von Anfang an. Also wir haben jetzt ein paar super Sponsoren dazu bekommen, den ACM und Topsan. Und ich denke, mit diesen Sponsoren, unter anderem auch andere, ja, wenn wir uns mit denen, werden wir uns wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut weiterentwickeln. Ich kann jetzt nicht mehr reden, scheiße. Ja, alles gut. Ich bin aus dem Topf. Nein, aber was der Bülent gerade meint, also ich bin... Nein, Bruder, wir machen das nicht, dass du mich ausbesserst. Wir fangen von neu an. Also nein, ich wollte dich jetzt nicht ausbessern. So, wir haben das Main Event für Vendetta 40. Florian Scholl. Da müsste ich, glaube ich, noch 40 Kilo in den paar Monaten zunehmen, ich damit auch, ich da... 100 Kilo zunehmen, sieht das nicht klappen. Man macht da keine Hoffnung. Na, aber geht schon, Bülent. Sponsoren. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall neue, gute Sponsoren dazu bekommen. Ich kann über die Platin mal kurz die Namen erwähnen. Und zwar, das ist die ACM und Topsan. Das sind unsere Platin-Sponsoren. Und mit ihrer Hilfe und Kraft werden wir uns sehr, sehr schnell weiterentwickeln, auf jeden Fall. Ja. Ist auch gut, wenn man starke Sponsoren braucht man in Österreich jetzt auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ohne starke Sponsoren geht es gar nicht, weil mittlerweile schon ein bisschen so mitbekommen, was kostet so eine Veranstaltung circa, aber früher hatte ich null Gefühl für das und wenn es dann einmal mit dem Chefpromoter von einer der größten Promotion, wenn ich so die größte Promotion in Österreich redest und dann hörst, was da für Zahlen fallen, dann bist ohne Sponsoren eigentlich eher aufgeschmissen, aber wie es der Bülent schon gesagt hat, wir sind ja dieses Jahr noch um einiges besser aufgestellt wie letztes Jahr. Bülent, was hast du dann sonst noch so fürs restliche Jahr geplant? Gibt es schon irgendwas, was du uns sagen kannst, was nach Ungarn kommt? Ja, wir haben in Griechenland die Veranstaltung im Juni, genau. Im Juni, am 30. Juni kommt in Griechenland die nächste Veranstaltung. Aha, das weiß ich zum Beispiel noch gar nicht, höre ich gerade zum ersten Mal. Das mache ich dann auch mit meinen Partnern drüben, die kümmern sich um alles und ich bin dann bei der Veranstaltung noch dabei. Also okay, das heißt, keine Arbeit für mich auf jeden Fall, ein bisschen Sonnenschein, Schwimmen und die Veranstaltung, da seid ihr natürlich auch dabei. Muss mich gar nicht so anschauen. Ja. Schau mal, ob sich das bei mir mit der Arbeit ausgeht, aber wenn, bin ich auf jeden Fall gerne dabei. Also wenn ich das so richtig, wir franchisen quasi, unser Vendetta dort drüber. Ja, nicht oder franchisen. Nicht franchisen? Wir holen uns... Lokale Veranstalter, die was Vendetta lieben und viele Kämpfer auch hergebracht haben. Und die fragen mich dann immer, Bülent, können wir die Veranstaltung zusammen machen in Griechenland? Natürlich können wir es machen, aber wir kommen nicht nach mit unserem Team, weil wir in Österreich 4 Veranstaltungen im Jahr machen.
plus jetzt in Ungarn, wenn wir jetzt 3 bis 4 dazu hauen, also wir haben, bei uns geht sich das zeitlich nicht mehr aus. Deswegen sage ich, okay, ein lokaler Veranstalter, der bereitet alles vor, die ganzen rechtlichen Hallen, Miete, die Anmeldungen, alles drum und dran. Somit, wir machen dann die Fightcard und dann fahren wir rüber mit unserem Team, nehmen das auf und machen die Veranstaltung, kommen zurück. Ja, wir haben das in Istanbul damals gemacht, wir sind drüben gewesen, wir sind kaputt gegangen. Also wir haben jetzt mittlerweile 5 Veranstaltungen in Istanbul gemacht und wir sind auch die Lokalmatadoren in Istanbul mit unserer Vendetta. Die lieben es, ja, das ist eine richtig geile Marke geworden drüben. Und die rufen uns auch die ganze Zeit, also die Kanal 8,5 ruft mich einmal im Monat Minimum an und sagt, Bülent, was ist, willst du wieder veranstalten drüben? Aber ich habe die Zeit dafür nicht, da muss ich 2-3 Wochen dort sein und dann bleibt das da in Österreich hängen. Ja. Von daher, ich kann mich leider nicht aufteilen. Ja, also Leute, Zuhörer, wenn es irgendwelche Leute gibt, die sich das vielleicht zutrauen würden, ne? Bewerbung schicken. Oder ums die Team vergrößern. Besser erforscht haben. Ja, das schon. Ja, also jetzt als nächstes kommt 30. März Gör und am 11. Mai in Wien wieder. Dann machen wir in Griechenland die nächste. Im September wollen wir eventuell wieder eine Ungar-Veranstaltung machen. Ende September, ja. Und dann haben wir in Oktober wieder in Wien und Dezember in Wien die Veranstaltungen. Also der Kalender füllt sich, also da sind gerade Informationen rausgekommen, die habe ich selber noch nicht gehört, die höre ich zum ersten Mal, aber auf jeden Fall, Leute, ihr seht, wir versuchen international weiter, aber wir kommen auch schon langsam, wie es Bülent gerade gesagt hat, wir kommen an die Teamkapazitäten, es geht dann gar nicht mehr und dann muss man halt, wie Bülent gesagt hat, Prioritäten setzen, aber das, wenn ich das jetzt gerade höre, mir geht gerade richtig schön das Herz auf, dass ja wir und noch eines im September in Ungarn, ja, und noch, eine noch. Und in Griechenland, vielleicht sogar mit einem Wochenende schön schwimmen und einmal das von der anderen Seite sehen, muss ich auch ehrlich sagen, ich freue mich irrsinnig auf Ungarn. Ich werde leider nicht moderieren. Also leider, ich finde es für mich mal gut, weil jetzt kann ich mich auch mal quasi als VIP behandeln lassen und kann mir das mal quasi von der anderen Perspektive anschauen und dann gleich in dem großen Format ist dann auch wieder ein bisschen was anderes wie in Wien. Aber was ganz geil ist, der Moderator, mir fällt der Name jetzt nicht so gerade ein, ist der Europa-Champion in Moderieren geworden, der was in Ungarn bei uns moderieren wird. Kannst du vielleicht ein paar Sachen abschauen? Auf jeden Fall, also da bin ich sofort dahinter. Das bin immer auch bereit, mich zu verbessern, auf jeden Fall. Also das gehört dazu und kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und wenn ich dann, wie Bülent gerade sagt, einen Europameister moderieren habe oder wirklich auch Szenennamen, ich bin für jeden Tipp bin ich dankbar und bin mir ziemlich sicher, da wird auch gut was zusammenkommen. Ja, ja, jetzt haben wir eigentlich eh schon beide überraschende gute News erfahren. Auf jeden Fall, also da ist wieder viel Stoff für den nächsten Podcast da. Ich würde sagen, dann kommen wir gleich zu einem ganz aktuellen Thema, würde ich sagen. Ja, das ist ein Thema, das mich persönlich wurmt ein bisschen. Ich darf da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil man will ja niemanden auf die Füße treten, sage ich jetzt einmal. Aber wie es die Leute schon mitbekommen haben, jetzt haben wir unseren Chefpromoter da sitzen und unseren Gründer, der das auch dann wirklich sagen kann, was Sache ist hier an dem Tisch. Ja, jetzt haben wir schon mal den Jahreskalender so durch und jetzt kommen wir aber zu einer Thematik, die für Österreich sehr interessant ist, die Reifberger-Draxler-Thematik, nenne ich es jetzt mal. Da gibt es jetzt schon seit ein paar Wochen von der einen Seite recht Funkstille, sage ich jetzt mal, wenn das nicht sogar schon ignorieren ist, aber da wir jetzt unseren Chefpromoter und Gründer von der Vendetta da sitzen haben und der Marc ist halt noch, glaube ich, oder immer noch unser Middleweight-Champion von der Vendetta. Genau. Hast du da schon Infos, Bülent, für uns und für die Zuschauer und Zuhörer? Ja, also der Christian Draxler will auf jeden Fall kämpfen. Er möchte es unbedingt wissen, ja. Der Marc, der Marc hat gesagt, er weiß es nicht, dieser Kampf bringt ihm nicht viel. Und der würde eventuell zu einer anderen Veranstaltung wechseln. Kann er wechseln, ist überhaupt kein Thema. Er kann überall kämpfen, wo er will, ja. Nur, also die Aussage von ihm war so, weiß nicht das bringt ihm nichts und woanders zahlen sie mehr Geld. Ich habe gesagt, Marc, du bist ein Teil von uns gewesen, jetzt bist du weg. Okay, deine Entscheidung. Aber was zahlen die anderen? Ja, über 10.000 Euro und so. Und ich habe gesagt, du, ist überhaupt kein Problem. Das letzte Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, ich habe gesagt, pass auf, ich gebe dir 15.000, aber machen wir es so, der Gewinner bekommt alles, der Verlierer bekommt gar nichts.
er ist sich sicher, dass er den Draxler schlagen wird, ja. Und haben ein paar Mal gefragt, bist du dir sicher? Er sagt dann, ja, das ist kein Gegner für mich. Okay, ich schlage ihn. Sehr schön. Aber ich habe gesagt, der Draxler ist bei mir unter Vertrag und der wird sicher nicht woanders kämpfen. Und ja, er sagt dann, mir ist wurscht, wenn das Geld passt, wieder kämpfen. Und ich habe gesagt, okay, 15.000 für den Sieger. Und er sagt, ja, das klingt gut. Er überlegt sich das. Also ich bin bereit, 15.000 zu zahlen für den Sieger. Das ist ein Geld, das normalerweise nie im Leben jemand zahlen würde. Und vor allem aber nicht in Österreich. Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche. Solche Gagen sind eigentlich nicht normal in Österreich? Nein, auf keinen Fall. Also in Österreich, ich kann es vergessen, die Gagen. Aber ich kriege sicher einen Sponsor her, der was das zahlen würde für uns. Und von daher denke ich, es wird machbar sein, außer halt, wenn der Marc natürlich zusagt. Ja. Also wir warten noch immer auf seine Antwort. Okay, und im Fall, wenn jetzt der Marc nicht zusagt zum Kampf, dann wird der Titel wahrscheinlich vakant werden? Schätze ich einmal, wenn er jetzt nicht bald auf die Herausforderung reagiert, weil wenn man jetzt, wie der Bülent das gerade schon gesagt hat, er kann weit mehr ins Detail gehen, wenn es um Zahlen geht. Also ich glaube, es wird in Österreich keinen Promoter geben, der ihm die Summe bezahlt für den Kampf, sage ich jetzt einmal. Und auch die Aussage von Marc, wenn ich das jetzt so aufschnappen darf, das bringt ihm nichts. Also man sollte sich dann halt einmal die Gesamtgegnerbilanzen von beiden Kämpfern ein bisschen anschauen, wenn man in der Szene drin ist. Und das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung. Ich glaube, er zieht da ein bisschen zurück, weil er doch sich denkt, wenn der Christian einen guten Tag hat, sind die 15.000 weg und ich habe vielleicht auch mein Gesicht und meinen Titel in Wien verloren. Es geht nicht um die 15.000 Euro. Es ist einfach eine Summe rausgeschossen worden, weil eben halt nicht der Kampf stattfindet. Wieso? Als Grund, ja, die anderen Veranstalter zahlen mehr. Okay, dann verdammt nochmal, zahle ich dir 15.000. Mache ich meine Sparbüchse auf und zahle dir die 15.000. Hauptsache, wenn es ums Geld geht, dann kriegst du das Geld, ja. Einfach nicht sagen, ich gehe woanders, die zahlen mehr. Dann geh woanders hin, aber der Draxler ist bei mir. Du wirst mit dem Draxler woanders kämpfen. Der ist loyal, der Draxler. Der Draxler ist kein Mann, den man mit 10.000, 15.000 kaufen kann. Ja, das ist einmal der Punkt. Ja. Wenn du jetzt da kommst, sagst, pass auf, mir zahlen die Leute mehr. Was bist du für ein loyaler Freund oder Mann? Scheiß auf dich, ich schenke dir die 15.000 Euro, bleib loyal, kämpf gegen ihn bei der Vendetta, so dort, wo du herkommst, wo du den Titel hast, ja, kämpf gegen ihn wie ein Mann und fertig. Aber das einer zahlt mehr, heißt, wir sind hier nicht käuflich, ja, das kann ich dir sagen. Scheiß auf 100.000 Euro, scheiß auf alles, ja, ist uninteressant. Wichtig ist, ein Mann ein Wort. Willst du gegen ihn kämpfen? Kämpf wie ein Mann. Wo? Bei der Vendetta. Wo sonst? Du hast den Titel bei der Vendetta und der will den Titel abnehmen, Mann. Sag, okay, komm, ich kämpfe. Okay, Mann, ich gebe dir von meiner Tasche, ich lege 15.000 Euro hin. Der Kampf ist nie du bekommst nirgendwo 15.000 Euro. Du bekommst von mir 15.000 Euro auf den Tisch. Okay? Draxler ist da, der hat zugesagt, hat gesagt, scheißegal, ich kämpfe auch ohne Geld gegen ihn. Du hast die 15.000, wenn du gewinnst, kriegst du die 15.000. Wenn du sagst, nein, ich möchte Geld haben, dann machen wir es so. Dann sagen wir, okay, was ist deine Gage? 5.000 Euro kriegst du deine Gage. Plus Bonus. Also was ich da auf jeden Fall einmal eine gewaltige Ansage von Bülent hier. Und wenn ich das jetzt so richtig rausfilter, geht es da dann gar nicht mehr ums Geld, sondern ich glaube, da geht es dann ums Sportliche, dass sich der Marc doch nicht so sicher ist, dass er den Christian wegballert. Der Marc ist ein bisschen kompliziert, weißt du, ihm passen manche Sachen nicht. Weißt du, es ist, wenn man ein schon fame ist oder bekannt ist, dann hat man halt seine Star-Allüren, ja. Okay, ich verstehe ihn auch. Ist überhaupt nichts gegen dich, Marc, hier. Ja. Aber nur, weißt du bist bei Vendetta, wenn du gegen ihn kämpfen willst, dann, Mann, wir haben den Protest hier, haut euch die Fresse in den Käfig rein und dann schauen wir, wer der Sieger ist, wie und ein Sportler. Und ganz Österreich eigentlich, oder? Also auf jeden Fall, jeder, der sich mit der Szene... würde sich über den Kampf freuen. Also auf jeden Fall. Ich verfolge ja die österreichische Szene besonders schon in den letzten 5, 6 Jahren. Und also es gibt in Österreich... gibt es zurzeit keinen interessanteren Kampf für mich persönlich jetzt. Na, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ja die zwei auch eine gewisse Vorgeschichte haben. Ja, der Draxler hat schon gegen alle gekämpft. Der hat gegen Willi Ott gekämpft. Da war auch das Theater. Du, Sascha Weinpolter hat gegen Attila Uccia gekämpft. Es waren wirklich geile Kämpfe und es werden sicher auch mit der Zeit auch sehr geile Kämpfe stattfinden. Ich würde das jetzt nicht so unbedingt
aufpushen. Ich glaube, die haben zwischen miteinander ein Problem, der Dragster und der Marc. Und ja, es war ein Vorfall in Neusiedl, da hat der Draxler den Marc eine gegeben oder sowas in der Art, ja, was ich mitbekommen habe, bei der Vendetta in Neusiedl. Und von daher gibt es irgendwelche Konflikte und ich glaube, die wollen, der Chris will das unbedingt wissen. Und der Marc, also ich würde sagen, Marc, du musst den Kampf machen, unbedingt, ja. Egal wo, aber du musst den Kampf unbedingt machen, weil der fordert dich raus, ob er jetzt nicht dein Niveau ist. Okay. Wäre doch gut, wenn er nicht dein Niveau ist. Schnell verdiente 15.000, ein Titel, gutes Foto für zu Hause, für die Wand. Aber dann so herumzutun, sehe ich, wurscht, ob ich jetzt Moderator von der Vendetta bin oder nicht, sehe ich halt einfach aus sportlicher Fansicht, sehe ich überhaupt nicht ein. Und dann das quasi so zu ghosten und sich an sich vorbeiziehen zu lassen, also mehr kann man dann schon nicht mehr machen. Aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das heißt, wir haben jetzt hier harte Facts von unserem Promoter präsentiert bekommen. Also Marc, 15.000 liegen am Tisch, der Gewinner bekommt alles. Wenn es ums Geld geht, hast du den Bülent gehört, macht er sogar seine Spardose auf für dich, aber schon langsam wird es Zeit, dass du die Herausforderung annimmst oder dann auch, ganz ehrlich, muss ich sagen, zu den Fans so ehrlich bist und sagst, ich will nicht gegen ihn kämpfen. Aber wenn der Fall eintritt, haben wir vorher schon gesagt, dann wird dir der Titel aberkannt und das war's dann mit Marc Reifberger, Champion bei der Vendetta. Ja, aber dann finde ich, haben wir jetzt auch schon sehr viel besprochen, sehr auf jeden Fall erfahren für alle und jetzt kommen wir dann schon langsam zum Ende, würde ich sagen. Gehen wir das letzte Wort noch an den Bülent? Auf jeden Fall. Also jetzt das letzte Wort an unseren Chef, Gründer, Promoter, Bülent Saglam. Also Jungs, ich möchte hier was sagen. Also das ganze Team hier hinten sind auch noch 3-4 Leute, die was vor den oder hinter den Kameras stehen. Danke an euch alle. Wirklich was Geiles, was ihr da auf die Beine stellen werdet, ja, oder gestellt habt. Ich glaube an dieses Projekt und ich denke, das wird wirklich sehr interessant sein und viele, viele Zuhörer und Zuschauer bekommen. Und von daher, toi, toi, toi. Danke von uns natürlich auch. Bülent, großes Dankeschön, dass wir die Plattform zur Verfügung gestellt bekommen oder auch das Equipment. Das sehen ja die meisten Leute auch nicht. Da wird nicht lang gefackelt. Also wir haben vor 3-4 Wochen, kann ich euch sagen, haben wir angefangen quasi mal als Pilotprojekt und jetzt sitzen wir schon am schwarzen Tisch mit Mischpult, mit Mikrofonen etc. Und wir haben immer noch genug Luft nach oben. Also da hast du es gut gesagt, genug Luft nach oben. Also alles, was ihr braucht, wird von mir hergestellt und ihr bekommt die ganze Hilfe, die finanzielle Unterstützung von meiner Seite, überhaupt kein Thema. Und ich finde, das Schöne hier an dem, wir sind eine Familie geworden. Und wenn wir jetzt nach Ungarn fahren, wir fahren alle zusammen, auch wenn viele keine Arbeit dort zu tun haben oder nichts machen müssen, einfach als Team rüberzufahren. Ich muss euch wirklich vom Herzen danken. Das liegt mir wirklich sehr, sehr groß, klein oder sehr tief im Herzen, dass ihr da euch wirklich dahinter stellt und an Vendetta glaubt und auch viele Ideen mit reinbringt. Ich sag, Jungs, danke vielmals. Na gut, okay, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen uns dann, wenn es das nächste Mal wieder heißt Vendetta Calling. Yeah.